Jausen, du willst mehr Likes, Kommentare etc. bei Instagram machen, dann gibt's jetzt gleich ein paar Tipps für dich. Eine Sache schon mal vorweg, die Interaktionsraten bei Instagram sinken schon das dritte Jahr in Folge. Laut dem neuen Report von Rival IQ haben wir branchenübergreifend bei Unternehmensaccounts mittlerweile eine durchschnittliche Interaktionsrate von 0,47%. Das ist natürlich verdammt wenig, aber wir wollen uns ja nicht am Durchschnitt orientieren und deswegen habe ich gleich ein paar Tipps für dich, wie du deine Interaktionsrate verbessern kannst. Nach dem Intro geht's los. Bis dahin, lass schon mal einen Daumen nach oben da, komm rein die Dan Gang bei Patreon und nach dem Intro geht's los. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Tipp Nummer 1, sei selbst ein bisschen aktiver auf der Plattform. Social Media ist keine Einbahnstraße. Wenn die Leute merken, dass du aktiv dabei bist, dann wird die Community dich auch mit mehr Aktivität und Interaktionen belohnen. Das heißt, sei auf anderen Profilen aktiv, hinterlasse Likes, Kommentare, Spuren. Belohne die Menschen, die bei dir kommentieren, auch mit Aufmerksamkeit. Geh rein in den Kommentarbereich, geh in deine DMs und zeige den Leuten, dass du da bist, Teil der Community bist und dann werden deine Interaktionsraten auch steigen. Tipp Nummer 2, nutze endlich Reels. Laut den meisten Studien haben Reels die höchste Interaktionsrate, aber die wenigsten nutzen Reels. Abgesehen von Creatorinnen und Creatern machen Firmen und Unternehmen recht wenig Reels. Das bedeutet, geh rein, mach 9 zu 16 Short-Videos und auch da kannst du deine Interaktionsraten steigern. Tipp Nummer 3, meistens sieht man auch in Studien, wer hätte das gedacht, dass Gewinnspiele richtig gute Interaktionsraten haben. Klar muss das Gewinnspiel passen und es muss Sinn machen, aber überlege, ob du Gewinnspiele bei dir mit in den Contentplan einbauen kannst. Sinnvolle Gewinnspiele, zielführende Gewinnspiele und dann kannst du auch langfristig von Gewinnspielen profitieren, wenn es um die Interaktionsrate geht. Tipp Nummer 4, schau in deine Statistiken, was hat schon mal gut funktioniert, welche Beiträge, welche Inhalte haben hohe Interaktionen bekommen und versuche diese Beiträge nochmal zu spielen, vielleicht sogar 1:1 oder mit kleinen Abwandlungen. Dadurch sparst du dir zum einen Zeit, weil du musst nicht einen neuen Beitrag irgendwie machen, sondern nur einen alten wieder aufwärmen und die Chance ist groß, dass es auch nochmal funktioniert. Also mach es, schau in deine Statistiken, guck, was hat funktioniert und repurpose den alten Kram. Tipp Nummer 5, arbeite mit anderen Creatorinnen und Creatern zusammen. Nutze das Collab-Feature. Sprech dich mit Leuten ab, die eine relevante Zielgruppe erreichen und versuch mit denen zusammenzuarbeiten. Wenn du einen Beitrag hochlädst, kannst du eben eine Person markieren als Collab-Partnerin und dann wird der gleiche Beitrag auf beiden Profilen veröffentlicht. Also nutze diese Möglichkeiten und grundsätzlich arbeite mit anderen zusammen. Tipp Nummer 6, nutze Interaktionssticker für deine Reels, aber auch besonders in den Stories. Instagram merkt das, wenn jemand mit deinen Stories interagiert. Also baue Umfragen ein, baue den Slider-Sticker ein, den Quiz-Sticker und sorge dafür, dass die Leute mit deinen Beiträgen interagieren. Wenn du selbst noch ein paar Tipps hast, ab damit in die Kommentare, lass ein Like da, abonnier den Kanal, komm rein in die Dan Gang bei Patreon, ich bin raus, peace.